an dieser Wand eine Projektionswand, und zwar mit Spanplatten, dass wir also Stoff antackern konnten, um mit Projektoren hier das Bild schnell aufzeichnen zu können. Es war mal ein ehemaliger Werkstatt. Hier waren alle Geräte und Einsatzungen gerade, aber vorhin war hier ein durchgeführter Tisch. Und auf diesem Tisch standen alle Maschinen, alle Geräte und alle Handwerkszeuge, die man brauchte. Eine Schrankwand, die ging von dort, wo das Bild zu sehen ist, bis hier vorne, fast bis zur Tür. Und diese Schrankwand in den Jahren, wo ich hier in Deutschland war, bis dahin, no, ist der Holzwurm eingedrungen und hat fast innerhalb von 10 Jahren das ganze Wandregal zerfressen. Thank you.
Die ganze Schaubühne besteht aus Hubpodien. Die sind 7x3 Meter groß. Und dadurch kann man die Tribünen und Bühnen, die kann man verschieben. Verschiedene Bereiche der Wissenschaft haben bewiesen, dass der Mensch eine Maschine ist, ein begrenzter Automat. Im frühen 21. Jahrhundert werden Menschen und Computer verschmelzt. Es wird schwierig zu unterscheiden sein, wo Mensch endet und Maschine beginnt. Eine langfristige Vision könnte sein, dass Mensch und Computer die Geschichte von Mensch und Natur simulieren. Es gibt immer noch große offene Fragen. Sie haben zu tun mit der Essenz des Bewusstseins, Charakters, der Persönlichkeit oder Identität und all seinen Merkmalen, die traditionell verbunden sind mit einem biologischen, lebenden Wesen und mit den Menschen im Besonderen.